Werte, Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Jeanette und begrüße euch herzlich zu diesem kleinen spontanen Video. Und zwar nehmen wir uns heute mal die neue Limited Edition der Manga-Reihe Yona, Prinzessin der Morgendämmerung vor. Und zwar zu Band 31, wo ich im ersten Moment erstmal einen kleinen Schock hatte, als ich gesehen habe, wie groß die Verpackung ist. Aber ja, ich würde sagen, wie immer erstmal ein paar Grundinfos zur Edition. Wie ihr schon sehen kommt, die Edition kommt in einer vermeintlichen Box, die mich tatsächlich so ein bisschen an so eine Collectors-Edition erinnert. Warum vermeintlich? Eigentlich ist es nur ein Schiebeding über ein bisschen Pappe. Sieht trotzdem relativ schick aus. Enthalten ist selbstverständlich der Band. Und dazu noch einen Tischkalender für das Jahr 2022. Kostentechnisch bewegt sich dabei das Ganze bei 25 Euro. Und ja, erstmal muss ich wirklich sagen, ich bin begeistert von Tokyopop mit der Verpackung, weil ich finde, die hat was. Gut, dass hier der scheiß Tokyopop-Balken bei ist, das nervt. Ja, ich hasse diesen Tokyopop-Balken. Niemand mag diesen Tokyopop-Balken. Aber an sich, das könnte man sich tatsächlich irgendwie auch schick hinstellen und sähe nicht schlecht aus. Gut, dass da die Zahl 31 dabei ist und hier auf dem Buch, naja, keine Ahnung, ich finde, das hätte man auch weglassen können. Geschmackssache, aber die Verpackung, rein von der Verpackung ist das hier bei weitem die beste Limited Edition. Jetzt, weil bislang waren die meisten Limited Editions immer in Plastik eingeschweißt. Die war zwar auch in Plastik eingeschweißt, aber kam man nochmal in dieser Box dazu, damit eben der Tischkalender nicht beschädigt wird. Dann halt, naja, der Manga-Band selber war tatsächlich auch gut in dieser Box integriert. Also es war nicht so, dass einfach der Manga-Band bam, so vorne auf der Box festklebte, wie man es auch gern mal schon bei Limited Editions gesehen hat, sondern das war wirklich in den Pappding richtig mit integriert. Trotzdem kam mein Band mit Stoßkanten an, weil natürlich. Aber das große Highlight für viele ist natürlich der Tischkalender, klar. Und hier muss ich sagen, war ich anfangs sehr skeptisch, als ich gehört habe, oh, 25 Euro für einen Tischkalender. So gesehen, wenn man den Manga-Preis für den Band abzieht, 18 Euro, ja. Das ist schon teuer und ich bleibe auch dabei, ich finde es mal wieder ein bisschen zu teuer. Klassiker. Ich glaube, ich habe noch keine Yona Limited Edition gehabt, wo ich gesagt habe, dass der Preis angebracht ist, oder? Wobei vielleicht das mit der Lithografie, aber trotzdem, ich finde den Tischkalender tatsächlich echt schön. Er ist gut verarbeitet, vor allem auch von dem Papier her. Das ist wirklich gutes Material, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, oh Gott, das reißt mir gleich. Und dazu, wie ihr hier sehen könnt, gibt es einerseits eine Seite mit einer fetten Farbillustration, darunter nur ganz klein die Tage. Oder für die Leute, die es ein bisschen schlichter mögen, hier ein Bild einfach von, naja, Tagen, wo man schon noch Notizen machen kann. Und immer einen kleinen süßen Ao dabei. Und ja, ich muss sagen, gerade da fällt es mir schwer, mich hier zu entscheiden, welche Seite ich nehme, weil klar, die Farbillustrationen, die sind schön. Ich meine, ich blende hier zwei, drei, nicht alle, damit ihr auch noch was zu gucken habt. Aber Ao ist halt Ao, ne? Und Ao ist wirklich, du siehst ihn, hast gute Laune. Und ich muss hier wirklich sagen, okay, Tokyopop, die Edition ist schön. Also hier haben sie wirklich mal was Feines bei rausgebracht. Und ich werde ihn tatsächlich benutzen. Ironischerweise habe ich für nächstes Jahr noch einen Tischkalender. Und zwar von Sosono Frieren. Ja, mal schauen, aber also ich, schöne Edition, nur eben der Preis, 25 Euro, es ist jetzt nicht der schlimmste Preis, ich meine, man kriegt auch eine relativ schicke Box dazu, aber 20 wären, glaube ich, angebrachter gewesen, in meinen Augen. Trotzdem macht man hier wirklich nichts falsch und dementsprechend sage ich, die Limited Edition empfehle ich, zumindest wenn ihr so einen Tischkalender braucht. Wenn ihr jetzt natürlich gar kein Kalendertyp seid, sondern meist halt alles im Handy macht, wie die meisten heutzutage, dann wäre das wahrscheinlich verschwendetes Geld, außer halt für die schönen Farbillustrationen, aber muss jeder selber wissen. Ja, das war's mit diesem kleinen spontanen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Habt ihr euch die Limited Edition zu Yona Band 31 geholt? Wenn ja, wie findet ihr sie? Oder habt ihr euch doch dagegen entschieden? Wenn ja, bitte mit Begründung, würde mich freuen. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, über ein Abo sowieso. Wir haben jetzt die 2600 Abos geknackt, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. So, bei meinem Glück ist wahrscheinlich heute Abend eh wieder auf 2590. Aber ja, danke fürs Zusehen und ciao.